2048 gibt es auf jeden Fall keine Großkonzerne mehr und damit gibt es auch keine Orte mehr, an denen meine Daten einfach verschwinden und ich nicht weiß, was damit passiert. Also Software, die einer bestimmten Organisation oder einer Firma gehört und wo niemand anders weiß, wie die funktioniert, niemand reingucken kann, niemand die verändern kann. 2048 gibt es das Silicon Valley nicht mehr, weder in den USA noch in Deutschland noch in China, denn dort bestimmt eine sehr kleine und sehr homogene Gruppe an Menschen, wie Technologieentwicklung heute gestaltet wird und das wird 2048 obsolet sein. 2048 freue ich mich insbesondere auf fröhliche, entspannte Menschen, die sozusagen in ihrer Sozialität sich ausleben können und dabei nicht die ganze Zeit von ihrer Technik unterbrochen werden und quasi ihre, wenn sie Geräte bei sich haben, die dann benutzen, wenn sie das für richtig halten und wenn sie gerade Informationen brauchen. Ich freue mich riesig darauf, dass wir im Jahr 2048 Technik selber gestalten können, und zwar jede und jeder von uns, dass wir aktiv daran teilnehmen, wie unsere Welt aussieht und wie wir Technologien nutzen und nicht mehr fremdbestimmt sind. Ich freue mich total darauf, dass niemand mehr das Wort Digitalisierung kennt, weil nämlich dieser komische Hype von vorgestern schon längst vergessen ist und dass Technik einfach nur dort eingesetzt wird, wo es wirklich sinnvoll ist. Und wir mal zuerst überlegen, brauchen wir für einen bestimmten Vorgang eigentlich wirklich eine Technik, digital oder analog, oder können wir das vielleicht auch anders, sozial oder über anderes Miteinander lösen? Was wir brauchen, ist eine ehrliche Kommunikation über die Folgen, Auswirkungen, Implikationen von Digitalisierungstendenzen, die wir sehen. Das heißt also, wo kommen die Geräte her, welche seltenen Erden stecken da drin, welche Ressourcenkriege sind damit verbunden, welche Bedrohungen entstehen durch so riesige Datenverarbeitungen für unsere Freiheit in Bezug auf Datenschutz, in Bezug auf Manipulation von Menschen oder Gesellschaften. Welcher Energieverbrauch hängt da dran bei diesen künstlichen Intelligenz-Fantasien, die wir alle jetzt so um uns herum hören? Um das zu erreichen und um wirklich Technologien gut gestalten zu können, brauchen wir eine völlig neue Form von Bildung, die uns viel mehr empowert und nicht reglementiert. Wir brauchen außerdem mehr Zusammenarbeit. Wir müssen unsere Allies und unsere Verbündeten in der ganzen Welt suchen und finden. Wenn öffentliche Gelder generell jetzt nicht nur da, wo sie in Schulen fließen, sondern wo sie in alle öffentlichen Einrichtungen fließen, in Verwaltungen, aber auch an Forschungseinrichtungen oder in der Wissenschaft daran gebunden werden, dass wenn damit technische Geräte oder auch Software entwickelt wird, dass das allen Menschen zugänglich ist, dass das Open Source ist, was dabei entwickelt wird und dass das auch unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet wird und dass auch nur zusammengearbeitet wird mit Unternehmen, die selber Mitarbeiterrechte beachten, die selber perspektivisch betrachtet, vielleicht jetzt nicht übermorgen, aber vielleicht so in 15 oder 25 Jahren in MitarbeiterInnenhand sind. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist meiner Ansicht nach schnöde, aber knallharte Regulierung. Also wir brauchen Regulierungen im Bereich IT-Sicherheit, im Bereich Datenschutz muss das härter werden, im Bereich Ressourcenverbrauch und so weiter. Also keine wolkigen Ethikdiskurse, keine Code of Conduct und nicht dieser ganze Corporate Social Responsibility, all diese Sachen, die seit Dekaden nicht funktionieren. Wir müssen uns darauf besinnen, dass wir hier tatsächlich echte Grenzen einziehen, so wie wir es bei Sicherheitsgurten gemacht haben, so wie wir es bei im besten Falle bei Medizin und so weiter machen. Das, all diese Dinge kann man auch in Bezug auf IT machen. Da müssen wir einfach uns klar werden, dass es da Interessenskonflikte gibt und Unterschiede und wir als Gesellschaft da auch einer vielleicht aktuell noch sehr starken Wirtschaft gegenüber sagen, wir verstehen euren Punkt, aber Primat ist der gesellschaftliche Nutzen und deswegen müssen wir hier eine Grenze einziehen. Und was wir außerdem dafür brauchen, ist der Mut, die Welt gestalten zu wollen und das wirklich mit offenen Herzen und offenen Armen anzunehmen und in die Tat umzusetzen.